Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind hier stehen geblieben und müssen uns noch entscheiden, wo wir als nächstes hinreisen wollen. Wir haben Datumir, da sind wir ja gerade, auf Bogano und Zepho. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal Zepho, weil das war ja auch, glaube ich, das erste, was uns ja auch gesagt wurde, beziehungsweise wo wir kennengelernt haben, wir müssen auf dem Planeten der Zepho reisen. Und das machen wir auch. Du weißt, wer ich bin. Ich kam nach Bogano, um meinen alten Meister Eno Cordova zu finden. Hallo auch dir. Ihr müsst viel Zeit miteinander verbracht haben, ganz allein auf dem Planeten. Kann ich mich auch irgendwo setzen? Dann muss er direkt nach deiner Aktivierung gegangen sein. Erinnerst du dich daran, was Cordova als letztes zu dir sagte? Viel Glück, Didi. Möge die Macht mit dir sein. Ah, das Log für Kerr. Sonst nichts? Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Oh, jetzt dürfen wir uns setzen. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Okay, festhalten, festhalten, festhalten. Perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Hochmotiviert. Merkt man schon an seinem Gang. Herr, hier drüben. Gute Arbeit auf Bogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Zepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Zepho besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Passt. Dann halt uns nicht auf. da bin ich ja am meisten gespannt, auf wie viele Planeten wir noch kommen werden. Also drei sind es definitiv, weil das sind ja die Gräber. Und wie das gestaltet ist. Ist da was kaputt gegangen? Gute Arbeit, geschafft, geschafft. Hoffentlich hast du nichts abgekriegt. Was glotzt du so? Mit wem redest du? Mit meinem Schiff, Dementis. Guter Name, klingt gewaltig. Ach, was weißt du schon? Hast wahrscheinlich nie ein Schiff geflogen. Vielleicht bringe ich dir mal bei. Wenn du mit deinem Jedi-Zeug fertig bist, kriegst du auch einen kleinen Nachlass. Sehr cool. Nun gut. Dann schauen wir uns hier doch einfach mal um. Da ist ein Hangar. Eine Kiste. Hey! Hast du was gefunden, BD-1? Neuer BD-1-Skin erhalten. Blau 1. Ich mag so, wie er jetzt gerade ist.
Da scheint der einzige Weg zu sein, wo wir jetzt lang können. Sonst schaut es nicht so aus, als wäre hier irgendwie noch großartig was versteckt. Das Wichtigste haben wir jetzt schon hier, ne, gefunden. Das ist der Sturmtruppler. Und diese Raubtiere zanken sich um den. Oha! Kann ich dich scannen? Danke, BD1. Schaut aus wie eine Wolfsratte. Oder so. Sturmtruppler. Kerl, kannst du mich hören? Imperium, Sie haben Zepho. Wären Sie der Mantis gefolgt, hätten Sie uns schon längst umzingelt. Suchen Sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei Ihnen einzuklinken. Oha. Der hat mich jetzt hart erwischt. Geht doch. Gut, also von irgendwelchen Kreaturen, die Angriffe können wir auch parieren und abblocken. Sehr schön. Unsere XXL-Taschenlampe mal anmachen. Wir haben wieder ein Echo gefunden. Meine Mutter hat mit diesem Stoff ihr Kind warm gehalten. Sie waren auf der Flucht. Und noch eine Kiste. Und zwar hier. Hey, oha. Mehr tragen? Danke, BD. Stimpack-Erweiterung oder was war das? Jammern. Jetzt kann es natürlich vorwärts gehen. So wollen wir das. Gut. Dann sind wir hier jetzt, glaube ich, durch in der Höhle. Ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass hier noch irgendein zusätzlicher Weg ist. Dann geht's zurück und dann weiter. Aber es ist auch schön gestaltet. Hier ist es deutlich karger. So, das erinnert mich so ein bisschen so an Grönland oder so, würde ich jetzt sagen. Sehr cool. Können wir jetzt die Tür aufmachen? Ja, sehr schön. Jetzt haben wir uns eine Abkürzung freigeschaltet. Oha. Greife den Feind an. Hier rauf. Von der Seite. Tut euch doch nicht weh. Sehr schön. Ich finde das faszinierend. Es war... Auf dem Schrottplaneten haben wir im Prinzip mit der Macht unseren Freund gerettet
Und das hat das Imperium sofort mitbekommen. Und jetzt verwenden wir die ganze Zeit die Macht. Und irgendwie ist nichts. Die finden uns nicht gleich wieder. Oh, okay. Oh, es war also was drin. Neuer Sender erhalten. Pflicht und Entschlossenheit. Können wir da hoch? Nein. Oh, scannen mal. Das schaut so gut aus. War definitiv jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, aber so. Feind, hier ist ein Feind. Er weicht zu schnell aus. Na los. Jemand anderer soll ihn ausschalten. Ich kann mal auch gleich mal scannen, weil die das da drüben nicht mitgekriegt haben. Gut. Wie gehen wir hier jetzt halt vor? Einfach drauf oder? Einfach drauf, würde ich sagen. Ich brauch Medizin, BD1. Gönnen wir uns mal schnell einen Stim. Da hat das Timing nicht ganz gepasst von mir. Um den Schaden zu vermeiden. Das sind alles Lügen. Das Imperium wollte nur das Land. Oha! Haben wir da hinten noch irgendwo was übersehen? Da war doch nämlich auch so ein Weg. Ich locke sie weg! Oster, nein! Kriegen wir immer so einen kleinen Einblick in so Einzelschicksale von den Leuten hier. Was? Da unten! Wir haben die gesamte Nahkampfunterstützung verloren. Wechseln zu Nahkampftaktik. Laut und deutlich. Oha. Position des Jedi unbekannt. Holen wir uns mal die Jungs da drüben noch. Würde ich sagen. Feind nähert sich. Geht in Ordnung. Ich habe das Ziel verfehlt. Sehr schön. Also 1:1 gegen menschliche Gegner oder menschenähnliche Gegner habe ich weniger Probleme als mit den großen. Okay, da können wir anscheinend noch nichts machen. Da hinten ist noch ein Machtecho. Wohin bringst du uns? Das Imperium hat die Dorfbewohner vertrieben. Flüchtlinge verschifft in Arbeitslager und Schlimmeres. Sehr schön.
Also haben wir da jetzt halt quasi Deportationen am Laufen. Sehr schön. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder ganz am Anfang, kann das sein? Ja, da ist unser Schiff. Ha! Und da sind wir lang gegangen. Und dann sind wir oben rum geklettert. Wunderbar. Jetzt haben wir uns auf jeden Fall nochmal einen Weg zurück, beziehungsweise zu unserem Raumschiff freigemacht. Da ist noch eine Kiste, die wir gleich mitnehmen. Hey! Hast du was gefunden, BD-1? Neues Poncho-Material. Bravo! Könnten wir uns wahrscheinlich in einen neuen Poncho anziehen. Jetzt nutzen wir hier den Moment. Wir müssen uns hier eh weiter nach vorne durchkämpfen. Wir nehmen auf jeden Fall den Fähigkeitenpunkt erstmal. Verlangsamen, mehr Macht. Habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir da mehr brauchen. Da könnten wir einen schnellen Angriff machen, nach dem Ausweichen. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Hier Blocken Ausdauer, da habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir da schon irgendeine Probleme gehabt hätten. Deswegen würde ich jetzt diesen Ausweichtritt gerne nehmen wollen. Passt. Gut. Und wenn wir dann wieder den nächsten Fähigkeitenpunkt haben, könnten wir den mal Richtung Macht einsetzen. Passt. Das erledige ich gleich nach dem Schichtwechsel. Achtung! Okay. Ha! Man muss einfach nur geduldig sein. Irgendwann schießt er sich selbst ins Gesicht. Ah, da drüben sind sie ja auch wieder gekommen. Aber irgendwie nimmt er uns nicht wahr. Die Jungs da unten sind wieder gerespawnt. Aber die müssen wir uns jetzt halt nicht alle nochmal geben, oder? Ziel gesichtet! Zurück! Bleib einfach zurück! Passt. Ob die das jemals lernen, dass das keine coole Idee ist, auf einen Jedi zu schießen? Komm wieder her! Hast du was gefunden, BD-1? Neue Lichtschwerthülse. Pflicht und Entschlossenheit. Jedi! Na los, komm doch, komm doch. Sehr schön. Da brauchen wir wieder den Scomp-Anschluss. Hier sind wir auf der anderen Seite. Aber das bringt uns hier jetzt gerade gar nichts. Da brauchen wir den Scomp-Anschluss. Und wo geht's weiter? Ah. Hier drüben. Da könnte man wieder meditieren, aber brauchen wir gar nicht. Und jetzt erkunden wir mal die Höhle. Turbinenanlage. Thank you.
ist der Weg zurück oder... Na, da ist eine Kiste drüben. Komm wieder her. Oh, es war also was drin. Neues Lichtschwertmaterial. Kupfer. Sehr schön. Schauen wir mal, wo uns die Turbinenanlage hinbringt. Ich finde es ja so cool, so Ruinen zu erkunden. Ha! Jetzt haben wir Licht. Praktisch. Jetzt, wo wir raus sind. Sind wir hier oben in den Ruinen. Oha! Habe ich im Prinzip das gleiche gemacht wie er. Oha, ich muss mich da echt dran gewöhnen, dass die da aus diesen komischen Löchern rauskommen können. Gut. Okay, da brauchen wir jetzt ein gutes Timing. Ah, das war zu früh. Und. Gerade so. Nein, das war zu spät. Die sind immer zwischen den Dingern, das heißt... Sehr gut. Das könnte ein Problem werden. Oha. Ein böser Ziegenbock oder was auch immer du bist. Was? Böser Ziegenbock. Ein Fillack. Wow. Das ist wahnsinnig toll. Oha. Diese Wasserfallplattformen. Oh, ist das schön. Sehr cool. Dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir einen Cut. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Für jegliche Anmerkungen schreibt mir einfach in die Kommentare. Ich werde es mir durchlesen und auch drauf reagieren. Wenn ihr weiter die Reise mit Cal erleben wollt, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Ciao und möge die Macht mit euch sein.